So, da bin ich wieder, euer Czerny. Demnächst geht es aber weiter mit Bioschmied. Ich muss jetzt mal, also das ist jetzt so das Übergangsvideo. Mein Name hat sich geändert, also von Czerny auf Bioschmied. Ich habe auch die ganzen, zumindest in dem American Style Projekt, habe ich die ganzen Videos umbenannt auf nur noch American Style. Und dann steht unten drunter ja halt, wer das gemacht hat, also dementsprechend. Der Kanal heißt jetzt Bioschmied und ja, das wird auch so bleiben, also Bioschmied. Ich werde auch immer dann so anmoderieren. Ich glaube jetzt in dem danach folgenden Video ist es glaube ich noch so, dass ich mich da noch ein bisschen verhaspel, aber das kann sein, dass sich das dann ändert. Das wird weiterhin auf der Michigan stattfinden. Ich habe jetzt hier schon mal noch ein bisschen weitergespielt, das ist jetzt ein Nachdreh, also das hat jetzt mit dem Video nichts zu tun, was deswegen gehe ich jetzt mal hier in den Landschaftsbau. Also es hat mit dem vorigen Video nichts zu tun. Das einzige was ist, ich habe die Karte gewechselt, also das ist jetzt die nächste Version von der Karte. Und deswegen ist der Hof jetzt halt hier. Hier ist auch ein Kuhhof, aber das werde ich im nächsten Video alles erklären. Deswegen werde ich jetzt beim Sabbeln hier einfach mal so ein bisschen über die Karte switchen, dass man hier mal schnell so ein bisschen ein paar Eindrücke bekommt, was da noch so alles zu sehen ist. Das ist natürlich hier alles sehr flach. Hier ist auch ein Seechen. Ja, wie gesagt, das Projekt wird jetzt oder läuft jetzt weiter unter dem Namen Bioschmied. Ganz leicht zu merken, könnt ihr in den Videos dann auch sehen oder beziehungsweise in meinem Kanal. Ja, der Grund, weswegen ich das gemacht habe, ist einfach, ich hatte das alles schon mal aufgenommen. Ich musste das jetzt, wie gesagt, nur mal noch mal nachdrehen, so dass ihr das dann mitkriegt. Warte mal, ich kann das auch so machen, dass ich Zug mitfahre, oder? Wenn ich jetzt hier den Zug anstelle. Genau, kann ich dann eigentlich. Machen wir das so einfach so, dass wir uns hier vom Zug ein bisschen rumfahren. Und dann erzähle ich euch halt da, wie das zustande kam. Ganz einfach, ich suche nach neuen Abonnenten und ja, ich habe dann meine Freundin gefragt, die auch unter anderem streamt. Und ja, das entwickelt sich gerade jetzt alles ein bisschen zum Positiven. Also ich hatte erst 5 Abonnenten, dann hatte ich 6, dann hatte ich wieder 5. Jetzt habe ich mittlerweile 11. Es wächst alles so ein bisschen jetzt. Und, ja, das ist für mich schon ein bisschen Veränderung. Aber ich will natürlich, dass es noch weiter nach oben geht. Und ja. Das wird auf jeden Fall das Michigan-Projekt bleiben erstmal, wenn ich dann irgendeine andere Map finde, die so zu dem amerikanischen Stil passt, oder American Style, dann werde ich dann vielleicht nochmal abfragen und ihr könnt ja dann in den Kommentaren abstimmen, ob ich hier bleiben soll oder ob ich dann wechseln sollte, oder vielleicht habt ihr auch ein paar Vorschläge, das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Das wäre natürlich schön. Ich nehme natürlich auch gerne Tipps von euch entgegen, was ich denn machen soll, was ich vielleicht für Maschinen kaufen soll, was ich anpflanzen soll, etc. Was so ein bisschen mehr auch auf das amerikanische, auf die amerikanische Landwirtschaft zutrifft. Weil ich farme jetzt halt immer noch mit Soja. Also farmt man halt gut Geld. Dann werde ich vielleicht auch die Solaranlagen, die ich dort aufgebaut habe, komplett entfernen. Muss ich mal gucken, ob ich das mache, wie ich das genau mache. Ach, der geht jetzt. So, okay. Jetzt muss ich mal wieder ein Tempomat einstellen, dass er auch wieder schnell wird. Ja, und ja, wie gesagt, wenn ihr da ein paar Ideen oder ein paar Inspirationen habt, könnt ihr mir das gerne über die Kommentare mitteilen. Würde mich da sehr, sehr freuen.
wenn da so ein bisschen Beteiligung auch ist, wenn ihr meine Videos natürlich gerne seht. Ja, das denke ich mal, zeigt sich schon ein bisschen durch die, durch die Verdopplung alleine des Abonnentenzuwachses. Es war jetzt kein, kein Speichellecken oder so, um an diese 6 zusätzlichen Abonnenten zu kommen. Das ist einfach nur, ich bin jetzt auch auf Instagram mit Bioschmied. Allerdings da Bioschmied 77, mit 77er Baujahr, schon ein bisschen ein älteres Eisen. Ja, vielleicht gefällt euch ja das, was ich mache, und ich würde mich freuen, wenn die Abonnentenzahl in Zukunft auch noch steigen wird. Ich habe da so ein bisschen was in Planung. Also wenn ich die 100 Abonnenten übersteige, dann werde ich eine Verlosung stattfinden lassen. Dazu müsst ihr dann in den Kommentaren schreiben, wer mitmachen will. Und dann werde ich aus diesen Leuten, also ich werde da eine Frist setzen, bis dann und dann müsst ihr euch angemeldet haben. Das werde ich aber noch bekannt geben. Wie gesagt, aber auch erst, wenn ich 100 Abonnenten habe. Und dann habe ich mir überlegt, so wenn das vor dem Start der Gamescom kommt, dann werde ich die ersten 10, die gezogen werden, werden von mir ein Ticket bekommen für die Gamescom, oder beziehungsweise ich werde es bezahlen, wie auch immer. Ja, ansonsten, die kein Interesse haben an der Gamescom, auch unter den ersten 10, die werden natürlich auch belohnt, aber da bin ich mir noch nicht so sicher, was da kommt. Aber das werden auf jeden Fall ähnliche Sachpreise sein. Ja, so in etwa. Also vom Wert her die gleichen. Ich weiß jetzt nicht, was ein Ticket zur Gamescom kostet. Ich vermute mal so 20 Euro, Eintritt oder sowas. 20, 25 Euro vielleicht oder 30. Das würde ich auf jeden Fall raushauen, sagen wir es mal so. Ja. Und dann, ja, dann wird das schon. Wenn natürlich der ein oder andere dabei ist und nur auf solche Gewinnspiele oder solche Verlosungen fixiert ist und mich nur für einen gewissen Zeitraum abonniert und dann hinterher sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr auf dich, Bioschmied, dann und kündige dann, das werde ich mir natürlich notieren, und dann, wenn der dann mal wieder nach ein paar Jahren, oder wenn ich dann zum Beispiel die 1000er Marke knacke oder die 2000er Marke knacke und sage, es kommt hier mal so eine Verlosung, dann wird der natürlich dementsprechend nicht dran teilnehmen dürfen, oder beziehungsweise das wird dann so im stillen Kämmerlein passieren, dass er zwar gelistet wird oder mit aufgenommen wird, aber dann dann rausgefiltert wird. Das, ich meine, es ist nicht schwer, klar, es ist nicht schwer, sich so einen YouTube-Account zu machen, aber ja, ihr werdet es ja sehen, wie es dann vonstatten geht. Ich hoffe, dass das dann auch sehr bald der Fall ist, dass das dieses Jahr vielleicht mal ein bisschen so. Ich will prognostizieren ist Quatsch eigentlich. Also, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir zuguckt und wenn sich das steigert halt mit den Abonnenten. Und dann, ja, dann werden wir erzählen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit mit mir. Ich werde das auch weitermachen. Es kommen mal so in der Woche ungefähr 5 bis 10 Videos raus. Je nachdem, wie ich Zeit habe, weil das ist sehr zeitaufwendig. Und ich habe auch vor, am Samstag immer so 12 Stunden Stream zu machen, wenn nicht irgendwas anderes anliegt. Aber das werde ich dann auch immer noch bekannt geben. Und ja. Aber dann eher über die sozialen Medien, weil ich weiß nicht, inwiefern ich das dann darf. Hier bei YouTube. Gut. Also, wie gesagt, Czerny ist jetzt Bioschmied. Ich denke mal, den Namen kann man sich auch besser merken, und den findet man auch eher als jetzt diesen komplizierten TRZ3RNY-Namen. Das ist halt, okay, das
mag sein, dass das im polnischen Raum vielleicht eher zu finden ist als hier. Von daher Biospiel. Entwickelt hat sich dieser Name, das möchte ich nochmal ganz kurz sagen, entwickelt hat sich der Name aus einem sehr, sehr großen Online-RPG-Spiel. Den Namen möchte ich hier nicht sagen, aber ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine, und da habe ich halt lange Zeit einen Charakter gespielt, der so hieß. Der war Paladin und sein Beruf war halt Schmied, und deswegen habe ich den Namen, also ich brauchte halt den Schmied, und habe dann von vornherein Bioschmied gewählt, und deswegen existiert dieser Name von meiner Seite her. Ich weiß nicht, ob es den vorher schon mal irgendwo gab, aber das entsprang so aus meiner Fantasie. So. Ja, das war's dann erstmal soweit, würde ich sagen. Ich werde das Video dann einpflegen als Video Nummer 36 auf der American Style Playlist. Und ja, dann geht es halt ganz normal weiter. Wie gesagt, auf der Mishkin Map 2.0. Alles, was wir vorher gespielt haben, war 1.0, beziehungsweise ich glaube, am Anfang war es noch. Ne, aus die Outback war es, glaube ich, nicht. Aber war es, glaube ich, noch eine ganz andere Map. Ah ja, die Falkland war das, genau. Genau, das war nicht so passend zutreffend. Das war ja auch eher Falkland, ist ja eher so. So europäisch, würde ich sagen. Aber die Michigan Map hier, die passt schon ganz gut. Wenn wir dann später noch was Neues finden, also das heißt wir, also ich, oder ihr mir in den Kommentaren schreibt halt, was ich denn spielen könnte bzw. soll, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das in die Kommentare auch schreibt und mir da vielleicht ein paar Tipps gibt. Ja, genau. Ansonsten bleiben wir auf der Michigan Map und dann, ja. Gut, dann lasst die Haare wehen, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Bioschmied.